Mein Name ist Ulrike Zuberl und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zu Folge 16 der Reihe über romantische Liebe in der Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts. Und heute soll es um etwas ganz Spannendes gehen, nämlich um die Erfindung des Unbewussten. Manche sagen, dass das Unbewusste in jener Zeit entdeckt worden ist, aber wir sprechen lieber davon, dass es in jener Zeit erfunden worden ist als eine neue Kategorie, eine neue Schicht der Seele, die es vorher so noch nicht gegeben hat. 100 Jahre später wird dann Sigmund Freud in seinen Theorien das Unbewusste ausbauen und zu psychoanalytischen Theorien zusammenfassen. Aber das erste Mal finden wir das Unbewusste als Seelenkategorie so in der Zeit im späten 18. und dann zu im beginnenden 19. Jahrhundert. Und seit damals ist es dann sehr oft abgewandelt worden, modernisiert worden, neu angedacht worden. Und gerade die Hirnforschung der letzten Jahre, Jahrzehnte hat da wichtige neue Impulse gegeben. Vor der Romantik, also vor dem späten 18. Jahrhundert, hat man das Unbewusste als Seelenkategorie nicht gekannt. Man hat es nicht gebraucht, um Welt zu erkennen. Man fand es nicht relevant, es existierte nicht. Man hat es gar nicht gesehen. Und da viele Wissenschaftler, zu denen ich eben auch gehöre, der Überzeugung sind, dass jede Kultur ihr eigenes Wirklichkeitsverständnis hat, das man respektieren sollte, gilt eben auch für die Zeit vor dem späten 18. Jahrhundert, dass man es akzeptieren sollte, dass die Menschen damals kein Unbewusstes gehabt haben und dass es dann auch fraglich ist, ob man danach fragen sollte in jener Zeit. Es gab hier einen Professor für mittelalterliche Literaturwissenschaft in Stuttgart, der hat Folgendes gesagt: Feudale Adlige haben kein Unbewusstes. Ein Satz, den ich nur unterstreichen kann. Und die Frage ist eben, ob man dann bei diesen feudalen Adligen danach suchen sollte, wenn es für sie überhaupt nicht relevant war, wenn sie das gar nicht kannten. Es gibt viele Kulturkreise, die das Unbewusste nicht kennen, so. Und auch Kulturkreise, die es dann in Auseinandersetzung mit dem europäischen Westen geleugnet haben, abgelehnt haben, so eine Kategorie wie das Unbewusste für wichtig zu finden, um Welt zu erkennen. Und da kann man zum Beispiel eben von der Sowjetunion reden, in der Stalinzeit, im Kalten Krieg nach 1945, war die Psychoanalyse, die Lehre vom Unbewussten, wie es im Westen praktiziert wurde, Zitat, ein im Dienst des amerikanischen Imperialismus stehende reaktionäre Ideologie. Bis in die 1970er Jahre hinein wurde Psychologie und Psychiatrie in der Sowjetunion ohne Psychoanalyse praktiziert. Man bezog das gar nicht in die Wissenschaften mit ein. Und erst die Perestroika ab der zweiten Hälfte der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts brachte dann eine Wende und es wurde 1989 die Psychoanalytische Vereinigung der UdSSR gegründet. Davor kein Unbewusstes in dem Sinne so akzeptiert. Problematisch ist auch, mit dieser Kategorie zu hantieren, wenn man den großen Kontinent Indien nimmt. Es gibt einen Psychoanalytiker, einen berühmten Psychoanalytiker, auch hier bekannt, Sudhir Kaka, der hier in Europa klassische Psychoanalyse auch studiert hat. Und er hat immer wieder betont, dass die Inder vollkommen andere Vorstellungen von Personen haben. Er hat von einer indischen
Identität gesprochen, die eben vollkommen anders konstruiert sei als die europäische, die so etwas wie das Unbewusste als Kategorie kennen. Also, wie gesagt, im späten 18. und dann im 19. Jahrhundert entwickelt sich die Vorstellung hier in Mitteleuropa, dass die menschliche Existenz ganz besonders bestimmt und dominiert wird von dem, was man das Unbewusste genannt hat. Wenn Sie nochmal zurückdenken, René Descartes hat gesagt, cogito ergo sum, ich denke, also bin ich. Das europäische Ich war ein denkendes, ein rationales Ich und wurde nun eben verstärkt im 19. Jahrhundert abgelöst von einem Ich, das eben eine ganz starke irrationale Seite hat, das Unbewusste, dass es das Es ist, das den Menschen lenkt und nicht sein bewusstes Ich. Und gerade wenn man von romantischer Liebe spricht, dann ist dieses Unbewusste, dieses Es, das da spricht zwischen Mann und Frau, entscheidend für die Liebesbeziehung. Eine Kategorie, die eben nichts zu tun hat mit Logik, mit Rationalität, sondern mit reinem Gefühl, mit so etwas wie Trieben, die unbewusst den Menschen bestimmen. Ich folge übrigens hier und auch in den folgenden Sitzungen sehr oft an dem Aufsatz von Udo Marquardt zur Bedeutung der Theorie des Unbewussten für eine Theorie der nicht mehr schönen Künste. Einen Aufsatz, den er schon 1968 publiziert hat und der genau diese Entwicklung in der Ich-Identität sehr schön auf den Punkt bringt. Von da an unterscheidet das europäische Ich zwischen dem Bewussten und dem Unbewussten. Und diese Unterscheidung findet man zuerst in der Philosophie jener Zeit um 1800, und zwar vornehmlich bei Friedrich Wilhelm Joseph Schelling und dann einem Dresdner Arzt, Karl Gustav Carus, auf den beide komme ich noch kurz gleich zu sprechen. Die Basis für diese neue Kategorie, das Unbewusste, wurde von Kant gelegt und dann weitergeführt von Fichte. Auch darauf werden wir in einer späteren Zeichensitzung noch zu sprechen kommen. Kant hatte eben in der Kritik der reinen Vernunft unterschieden zwischen dem transzendenten Wahrensein, was er das Ding an sich genannt hat, und der Welt der Erscheinungen. Und der Mensch war Bürger zweier Welten, einmal dieser rational erfassbaren Welt der Erscheinungen und andererseits eben diesem transzendenten Sein, das er aber nicht mehr rational logisch erfahren konnte, sondern nur noch durch Glauben. Die menschliche Existenz ist eben, Erkenntnis ist eben bedingt, eingeschränkt durch die Möglichkeiten der menschlichen Erkenntnis. Und die einzige Möglichkeit, sich dem wahren Sein, dem transzendenten Sein zu nähern, ist durch Glauben, durch Fühlen, durch Ahnen, nicht durch Logik, nicht durch Rationalität. Kant hat gesagt, ich habe das Wissen eingeschränkt, um dem Glauben Platz zu machen. Logik, Rationalität, Wissen auf der einen Seite und Glauben, Ahnen, Fühlen, Nichtwissen, das Unbewusste auf der anderen Seite, beides ist wichtig für den Menschen, beides bestimmt ihn. Fichte hat das dann ausgeführt in seiner Philosophie. Und bei Schelling ist diese Kategorie des Unbewussten zum ersten Mal wirklich klar und deutlich formuliert worden. Ich zitiere, Schelling hat gelebt 1775, geboren in Leonberg, gestorben 1854 im Kanton St. Gallen. Ich zitiere, nichts verhinderte, eine Region jenseits des jetzt vorhandenen Bewusstseins anzunehmen
und eine Tätigkeit, die nicht mehr selbst, sondern nur durch ihr Resultat in das Bewusstsein kommt. Eine dem Bewusstsein vorausgehende transzendentale Vergangenheit dieses Ichs, eine transzendentale Geschichte des Ichs. Das Ich findet in seinem Bewusstsein nur noch gleichsam die Monumente, die Denkmäler jenes Wegs, nicht den Weg selbst. Aber da eben darum ist es nun Sache der Wissenschaft, und zwar der Urwissenschaft der Philosophie, jenes Ich des Bewusstseins mit Bewusstsein zu sich selbst, das heißt ins Bewusstsein kommen zu lassen. Oder die Aufgabe der Wissenschaft ist eine Anamnese. Was wir Wissenschaft nennen, ist Streben nach dem Wiederbewusstwerden. Das Eigentümliche des transzendentalen Idealismus in Ansehung dieser Lehre ist eben dies, dass es sich in eine jenseits des gemeinen Bewusstseins liegende Region versetzt. Die Natur der transzendentalen Betrachtungsart muss also überhaupt darin bestehen, dass in ihr das, was das Bewusstsein flieht, ins Bewusstsein gebracht wird. Die Philosophie beruht also auf dem Vermögen, das Unbewusste zu reflektieren. Das ist jetzt hochphilosophisch ausgedrückt. Ich fasse es in einfachen Worten zusammen. Für Schelling gibt es jenseits des Bewusstseins eine Region, die diesem Bewusstsein vorausgeht, und diese Region ist das Unbewusste. Das bewusste Ich sieht nur immer die Ergebnisse der aktiven Aktionen dieses Unbewussten. Und es ist nun Aufgabe der Philosophie, dem Ich das klarzumachen, das dem denkenden Ich bewusst zu machen, dass im Hintergrund als Basis seiner ganzen Identität etwas im Gange ist, eine Aktivität im Gange ist, jenseits des Bewusstseins im Unbewussten. Es ist die Aufgabe, eben eine Anamnese, eine Wiedererinnerung von Aktionen, Aktivitäten des Unbewussten sozusagen. Und die Philosophie hat genau eben diese Aufgabe, diesen Weg ins Bewusstsein zu rufen, das Unbewusste zu reflektieren. Der Dresdner Arzt Karl Gustav Carus, gelebt hat er 1789 bis 1869, ein Arzt, ein Maler und Naturphilosoph, hat es folgendermaßen formuliert: Alles Seelenleben ruht auf dem Bewusstlosen. Es gilt, das unbewusste Seelenleben als Basis des Bewussten zu erkennen und unser Dasein geistig zu rekonstruieren, von dem bewussten Sein ins Unbewusste zurück. Hier haben wir von beiden Männern etwas formuliert, was die Zeit davor so noch nicht kennt. Und so kann man davon sprechen, dass Ende des 18. und dann im 19. Jahrhundert eben das Unbewusste als ein wesentlicher Teil der Ich-Identität erfunden worden ist. Ein Bereich, der eben jenseits des Verstandes, jenseits der Logik agiert. Das Finden der Wahrheit, die eigentliche Wahrheit, das, was eigentlich wichtig ist, wird nun eher diesem unbewussten Reich zugesprochen. Und der Wahrheitsfinder muss sich auf den Weg machen, das Unbewusste sich bewusst machen. Es aus dem Bereich des Nichtwissens, des Gefühls ins Wissen, in die Rationalität zurückzuführen. So sind aber eigentlich die wahrhaften Helden, nämlich die, die auf der Suche nach Wahrheit sind, die Liebenden. Denn an ihnen ist alles Gefühl, an ihnen ist alles Suchen nach den Beweggründen des Gefühls
Und so kann man davon sprechen, dass die romantischen Liebenden die eigentlichen Wahrheitssucher in jener Zeit sind und die Macht des Gefühls, des Unbewussten zum Thema machen, wider alle Vernunft. In der Literatur wird für diese Menschen, die Liebenden, dann alles wichtig, was dieses Unbewusste erscheinen lässt. Und das ist zum Beispiel der Traum. Der Traum ist eben eine Phase im menschlichen Leben, in der das Bewusstsein außer Kraft gesetzt ist, in der eben sehr viel die Gefühle und Erinnerungen des Tages verarbeitet werden. Goya hat ein Capriccio gezeichnet, das Capriccio Nummer 43, und hat da vom Schlaf der Vernunft gesprochen, der in dem Fall eben Ungeheuer gebiert. Der Traum ist so eine Möglichkeit, Wahrheit zu finden. Und Wahrheit spricht auch aus dem Munde von Kindern, den noch nicht rationalen Wesen, aber auch aus dem Munde von sogenannten Irren. Und so wird ein beliebtes Thema jener Zeit das Irrsein, der Wahnsinn. Und diese Menschen werden dann sehr geliebt und oft eben auch als Wahrheitsfinder angesprochen. Wir finden solche Wahnsinnigen sehr oft bei Kleist. Kleist, der auch den Traum zum Thema seiner Werke gemacht hat. Sehr beliebt ist es auch, wenn die Menschen in Ohnmacht fallen, also das Bewusstsein verlieren. Gerade Frauen tun das häufig in der Literatur jener Zeit. Und das finden die Männer, die Wissenschaftler, faszinierend und beobachten diese Menschen mit besonderer Wertschätzung und besonderer Liebe. Das Thema der Gespalten des modernen europäischen Menschen hat E.T.A. Hoffmann wunderbar auf den Begriff gebracht in seinen Doppelgängerfiguren. Und wir werden uns noch genauer die Elixiere des Teufels angucken, wo er so eine Figur beschreibt, die eben einen sehr starken rationalen, bewussten Teil hat und dann eben immer wieder von einem unbewussten Doppelgänger in die Irre geführt wird und irritiert wird. Die Literatur der Zeit macht diese Wahrheitssuchenden, Irrationalen bemerkbar durch eine Sprache, die zusammenhanglose Sätze liebt, die unvollendete Sätze liebt, die kindliches Gestammel liebt, die ein Stottern mag, die einfach Ausrufe mag, Ausrufe, die eben von einem Gefühl sprechen, aber keine Aussagesätze sind. Und ganz beliebt ist dann das, was man Versprechen nennt, gerade auch bei Kleist. Und Freud wird ja das Versprechen dann auch aufnehmen in seine Methode, um bestimmten Vorgängen in der Seele auf die Schliche zu kommen. Im 19. Jahrhundert wird dieses sehr positiv gesehene Ahnen, Fühlen, bekommt einen negativen Beigeschmack. Es sind dann die finsteren Mächte, die im Unbewussten agieren. Und dann wird das sehr oft dämonisiert und als bedrohlich empfunden. Auch damit werden wir uns in späteren Zeichensetzungen auseinandersetzen und zum Beispiel das nächste Mal denn das wahnsinnige Genie uns angucken, was dann auch sogar mutieren kann zum verbrecherischen Genie, eben Menschen, die getrieben werden von Impulsen, die sie gar nicht beherrschen, weil sie rational sie nicht fassen können. Die Erfindung des Unbewussten im späten 18. und dann im 19. Jahrhundert
verändert die Literatur, verändert die Liebesbeziehungen, die Bedeutung und Beschreibung der Liebesbeziehungen in der Literatur und macht sie auch so spannend für uns heute noch zu lesen. Und in späterer Zeit wird dieses Unbewusste dann auch gern durch Rauschmittel hervorgerufen, eben zum Beispiel dann verwendet man im 19. Jahrhundert Opium oder dann später auch Kokain. Also die bewusstseinsverändernden Stoffe, die versuchen in jenen Bereich vorzudringen, der eben dem Bewusstsein und der Logik verschlossen ist. Romantische Liebe ohne die Kategorie des Unbewussten ist nicht zu denken. Und damit werden wir uns in der nächsten Zeichensätze noch etwas eingehender beschäftigen.